Hallo meine Lieben, das neue Pferderanch Erweiterungspack bietet uns viele neue Features, aber nicht jedes davon, das Potenzial hat, ist auch auf den ersten Blick gleich erkennbar. So verhält es sich zum Beispiel mit dem Präriegras, welches gerade einmal 5 Simoleons pro Fläche kostet und im Grunde ja einfach nur Gras ist. Was es genau hiermit auf sich hat und was ihr mit dem Gras tun könnt, das zeige ich euch in diesem Video. Auf geht's! Mit dem neuen Pack haben wir nun endlich Pferde im Spiel, um die wir uns liebevoll kümmern dürfen. Man muss kein Pferdeexperte sein, um zu wissen, dass Pferde sich hauptsächlich von Gras bzw. Heu ernähren. Im Spiel gibt es hierfür das Präriegras, welches mit einer Sichel abgeerntet und im Inventar unseres Sims hinzugefügt wird. Das Gras ist aber nicht das einzige, was wir hierbei erhalten können, denn es dauert in der Regel nicht lange, bis wir neben dem Gras auch noch weitere Objekte einsammeln werden. Man findet immer mal wieder Sammelgegenstände wie Kristalle, Frösche, Obst und Gemüse, Dünger und sogar Nektarflaschen. Mit 5 Simoleons pro Präriegrasbüschel ist die Pflanze schon eine ziemlich lukrative Sache, denn einmal angepflanzt, wächst sie immer wieder nach. Sie bedarf keiner Pflege und das Heu allein lässt sich schon für 4 Simoleons pro Bündel verkaufen. Wir können uns deshalb eine richtige Präriegraswiese anpflanzen, die wir dann regelmäßig von unserem Sim oder seiner Familie absichern lassen. Mit dem Heu werden die Tiere versorgt und alles, was sonst noch so gefunden wird, trägt dazu bei, dass die Haushaltskasse ordentlich gefüllt wird. Wer seine Farm nicht mit Präriegras zuknallen möchte, kann natürlich einfach ein fremdes Grundstück mit einer großen Grasfläche bepflanzen. Wie man sehen kann, muss dieses nicht einmal ein Gemeinschaftsgrundstück sein. Ich habe dieses einfach als unbewohntes Wohngrundstück gelassen, damit nicht ständig irgendwelche Sims auftauchen. Zusätzlich kann noch die Grundstücksherausforderung wildes Präriegras gewählt werden, wodurch sich das Gras von alleine verbreiten soll. Hier ist das ein richtig cooler Vorteil. So kann man spielen, als wenn es die Wiese unseres Sims wäre. Zu diesem schönen Plätzchen können nun regelmäßig Ausflüge gemacht werden. Man kann alleine herkommen oder man nimmt gleich seine Pferde mit, damit diese sich hier den Bauch vollschlagen können. Diese Wiesenatmosphäre finde ich echt toll. Mir hat es richtig Spaß gemacht, so zu spielen. Die Pferde auf offener Wiese, dazwischen mein Sim, der entweder arbeitet oder auch diese Idylle genießt. Keine Sorge, es geht noch weiter. Gerne nehme ich mir dann einen Verkaufsstand und verkaufe die gefundenen Objekte so, anstatt einfach nur über das Inventar. Zum einen geht dann das Geldverdienen nicht ganz so schnell und ich habe die Möglichkeit, noch ein wenig an der Preisschraube zu drehen, damit ich für mein Zeug mehr Cash bekomme. Man wird so etwas aktiver bei diesem Verkaufspart. Man kann sich auch vornehmen, nur die Obst- und Gemüsesorten anzupflanzen, die man bei der Heuernte gefunden hat. So weiß man nicht genau, was man für seinen Garten bekommen wird und es sind auch mal weniger gewinnbringende Sorten dabei, für die man sich vielleicht einen besonderen Verwendungszweck überlegen kann, wie die Weiterverarbeitung oder einfach nur zum Verzehr, wenn man mit der Grundstücksherausforderung rustikales Leben spielen sollte. Mit solchen Ideen könnte ich mich ewig beschäftigen. Man kann noch so viel aus dem Spiel herausholen, man muss sich nur etwas damit befassen und natürlich die Zeit dafür finden. Ich hoffe, euch haben diese Ideen gefallen. Schreibt mir gerne eure Gedanken hierzu in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Eure Marisa.